Hi, ich bin Hannes aus dem Röstereiteam von Coffee Circle und heute will ich euch zwei neue Kaffees vorstellen, die wir jetzt neu ins Sortiment mit aufgenommen haben. Der eine kommt aus Äthiopien, heißt Kenisa, und der andere kommt aus Kenia und heißt Tiririka. Die Namen sind jeweils die Kooperativen, also die Kleinbauern organisieren sich ja in den Ländern meistens in Kooperativen. Dahin liefern sie ihre Kirschen dann an. Kenisa, Tiririka sind beides wunderbar interessante Kaffees. Die rösten wir beide so als Filterkaffees, weil die einen total interessanten Charakter mit sich bringen. Und die Gemeinsamkeit der beiden ist letztlich, dass wir in beiden Kooperativen Projekte durchgeführt haben, bei denen wir die Smallholder Farmer supported haben. Ja, die Projekte konnten wir dank eurer Unterstützung dort durchführen, weil wenn ihr einen Kaffee bei Coffee Circle kauft, supportet ihr ja automatisch finanziell Projekte im Ursprung. Und in Äthiopien, Kenisa ist eine Kooperative, die im Rahmen unseres Value Chain Projektes in Äthiopien unterstützt wird. Und vor gut 3 Jahren konnten wir Kenisa eine Washing Station zur Verfügung stellen. Also sprich, seitdem kann die Kooperative erst gewaschenen Kaffee produzieren, was in Äthiopien meistens so der hochwertige Kaffee ist. Und in den letzten Jahren fanden wir Kenisa schon toll und dieses Jahr ist er besonders hervorragend. Deswegen haben wir uns gedacht, wir machen auch ein bisschen hellere Röstung, um euch mal so exklusiv zu zeigen, wie hervorragend dieser Kaffee geworden ist dieses Jahr. Und die zweite Kooperative heißt Tiririka. Die Region ist nur eine halbe Stunde entfernt von der Hauptstadt Nairobi in Kiambu. Und Tiririka haben wir auch entdeckt in Cupping Sessions und haben diesen Kaffee auch schon seit längerer Zeit in unserem Karibu. Und vor 2 Jahren oder haben wir angefangen, dieses Projekt umzusetzen. Das sind insgesamt 2600 Smallholder Farmer, die da supported werden. Die hatten schon eine Washing Station, aber das Equipment wurde sozusagen verbessert. Also die Washing Station wurde mit Fliesen ausgestattet, die Drying Beds wurden erneuert. Zudem hat Tiririka auch Support erhalten durch Agronomen, die Farmer, ähnlich wie bei dem Value Chain Projekt in Äthiopien, auch beratschlagt haben dahingehend, wie kann man die Effizienz den Ertrag der Pflanzen eigentlich steigern, ne? Dass sie noch mehr Kirschen erhalten können, wie schneidet man die richtig zurück, wie pflegt man die richtig etc. Die wurden auch mit IT-Systemen ausgestattet, dass sie jetzt ganz transparent nachverfolgen können, welcher Farmer wie viel Kirschen anliefert und so weiter. Also auch ein sehr tolles Projekt, alles auch nachzulesen auch auf unserer Webseite. Und dieser Kaffee hat uns dieses Jahr besonders gut gefallen von Tiririka. Ist ein bestimmtes Lot von einer der 3 Washing Stations in Dundu und der Kaffee schmeckt wirklich hervorragend. Also Kenisa, der Kaffee, der schmeckt so ein bisschen in Richtung Limu. Wer letztes Jahr Getabore probiert hat, der wird den Geschmack ein bisschen wiedererkennen, würde ich sagen. Also Limu ist diese Region im Westen und da befindet sich auch die Washing Station Kenisa. Kaffee schmeckt wunderschön so ausbalanciert, ein bisschen würzig, bringt ein bisschen Süße von Honig mit. Leichter Schwarztee-Charakter, sehr spannend, entweder den schwarz zu trinken, mit einem Schuss Milch geht's auch. Würde ich auf jeden Fall als Pour-Over machen, also Handbrew oder vielleicht auch durch die Filtermaschine und im Idealfall auch schwarz genießen. Der Tiririka aus Kenia hingegen hat so ein bisschen mehr Säure, würde ich sagen. Also Kenisa ist vielleicht so ein bisschen der süßlichere Kaffee. Tiririka hat schön fruchtige Noten auch, eine schöne Säure, die mich an Hibiskus erinnert hat. Auch leicht florale Noten, was für Kenia irgendwie besonders ist. Ja, man kann tatsächlich sagen, es ist so ein bisschen äthiopischer Charakter, den man da in kenianischen Kaffees findet und der hier kombiniert ist bei diesem Lot. Also ein toller Kaffee. Ich bin richtig begeistert und ja, freue mich, diese Kaffees jetzt präsentieren zu können mit Coffee Circle für euch.